grüße euch, Paraguay Live, wie immer aus dem sonnigen Paraguay, aber es war etwas kalt, aber jetzt am Wochenende wird es richtig wie im Sommer und wie gesagt, wir sind mittendrin im Winter. So, vielen Dank für eure Fragen, wieder in der vollen Sonne, so ist es halt in Paraguay. Und das heutige Thema, ich werde einige eure Fragen beantworten, also aus der Reihe Frag Bit. Und es wird um Preise gehen. Da fragt ihr auch sehr viele Sachen. Okay, also bleibt dran. So, wieder in unserem Büro. So, viele Fragen nach Preisen. Also grundsätzlich auch nach Immobilienpreisen. Und bitte, also erstmal danke an euch, klar an alle Fragenden. Wenn man nach Grundstücken fragt, was kosten die Grundstücke in Paraguay? So, es gibt natürlich wie in Deutschland, wie in jedem Land, auch verschiedene Bereiche, wo es auch verschiedene Preise gibt. So mal das ganz nur am Rande. Deshalb, also ich kann nur sprechen hier für Cordillera bzw. auch für die Bezirksstadt Piribebuy. So, die gleichen oder ähnlichen Fragen werden auch gefragt. Bit, was kostet das Haus? Was kostet das andere Haus? Und das ist natürlich mal die Frage, es hängt natürlich die Preise, also die Quadratmeterpreise, auch hier in Paraguay, hängen logischerweise auch von der Bauausführung aus. Ja, sprich natürlich, welche Materialien man nimmt, wer die Bauarbeiten ausführt, ob es ein Architekt ist oder nur ein Baumeister oder man krempelt die Arme um und macht selbst. Was ich auf jeden Fall nicht empfehlen werde. So easy ist es. Deshalb, ganz einfache Frage, fang mal bei dem Haus an. Also beim Haus gibt es eigentlich für mich persönlich, zwei Varianten. Also entweder baut ihr ein großes Haus, weil ihr das Bedürfnis habt, weil die Familie groß ist, oder einfach, ihr möchtet gerne Geld in Anführungszeichen investieren. Also normalerweise investiere ich persönlich nicht in Riesenhäuser, die man später, also wirklich sehr schwer zu attraktiven Preisen verkaufen kann. Ja, aber gut, das ist jetzt eure Sache. Aber wie gesagt, man kann natürlich auch Häuser um 150 oder 200 Quadratmeter, die für meine Begriffe komplett ausreichend sind, mit einem Architekten bauen oder eine Architektin, die wir auch im Team, also in einer Gruppe haben. So, und da habe ich die Preise schon mal einige Male erwähnt. Bei einer guten Bauausführung müsst ihr ungefähr um die 600-700 US-Dollar rechnen. Auch von hiesigen Baupreisen ab, ja, also Materialpreisen ab, die wirklich also sehr am Schwenken sind, also auch die Preise. Und deshalb können sich natürlich die Preise auch relativ schnell ändern. Nicht, dass das Doppelte wird, aber in Bereichen 10, 15, sogar 20% kann sich da auf jeden Fall etwas bewegen. Das heißt also, das Haus, die Außenmasse des Hauses, ich sage mal jetzt 10 mal 15 sind 150 Quadratmeter und die müsst ihr pro 600 oder 700 US-Dollar rechnen. Schlüsselfertiges Haus, wie gesagt, wenn ihr mit einem Architekten baut. Das auf jeden Fall. So, die zweite Variante, was Haus angeht, ist natürlich mit einem Baumeister, wo ich die Variante auch ganz gerne empfehle, weil wir in unserer Gruppe, also wirklich mit Spezialisten zusammenarbeiten. Deshalb kann ich es empfehlen.
Ja, aber wenn ihr das alleine probiert, habt ihr auf jeden Fall, müsst ihr mit Ärger rechnen. Also überlässt das einfach den Fachleuten. Bei alles andere ergibt hier in Paraguay wenig Sinn, glaubt mir. Angefangen von verschiedenen Baumaterialien bis zu verschiedenen Ausführungsvarianten etc. etc. Also lasst euch den Ärger nicht auf den Hals kommen. Und ausgerechnet am Anfang. Muss ja nicht sein, nicht unbedingt, okay? Also, Baumeister, die Preise ungefähr auch, also wenn wir in Dollar rechnen, also ungefähr 300 bis 350 bis 400 US-Dollar, wenn es um einen Baumeister geht. Auch ein schlüsselfertiges Haus, wieder ja, die Bruttofläche mal, ich sage jetzt mal 300, 350 oder 400 US-Dollar, je nachdem, welche Baumaterialien ihr natürlich bevorzugt. Und davor hängt natürlich der Preis ab. Aber ich denke, in diesem Bereich habe ich da schon genug gesagt. Falls ihr Fragen habt, natürlich einfach mal anrufen oder anschreiben. In der Videobeschreibung habe ich immer meine persönlichen Daten, also wie ihr mich erreichen könnt. Okay, dann kommen wir zum Grundstück ganz kurz. So, klar, kein Haus ohne Grundstück. Also ich spreche hier in unserem Bezirk, also Piribebuy spricht in dem dritten Departamento Cordillera in der Stadt und um die Stadt Piribebuy, was ungefähr eine Autostunde entfernt ist von der Hauptstadt Asunción und auch vom internationalen Flughafen Silvio Pettirossi. Also die Lage ist super. So, es gibt auch Stadtgrundstücke, also am Stadtrand, wo ich von gesprochen habe. Die sind natürlich teurer, ja, weil ihr im Prinzip die komplette Stadt, Bezirksstadt Piribebuy, praktisch vor den Füßen habt. Also ihr kommt raus und in 10 Minuten seid im Stadtzentrum. So easy ist es. So, ihr habt natürlich Ärzte, Krankenhäuser, sämtliche Einkaufsmöglichkeiten, alles im Prinzip ganz nah. Was wichtig, die Grundstücke sind natürlich voll erschlossen. Ja, bitte nicht vergessen. So, da haben wir auch noch andere Grundstücke, die jetzt außerhalb von der Stadt oder vom Stadtzentrum Piribebuy ungefähr 8 bis 9 Kilometer liegen, also vom Stadtzentrum gerechnet, und sind ländliche Grundstücke, also in ländlicher Lage. So, und als Beispiel. Im ländlichen Gebiet rechnet ihr ungefähr für 1000 Quadratmeter Baugrundstück 10.000 US-Dollar und das gleiche zahlt ihr für ein Stadtgrundstück von 360 Quadratmeter. So ungefähr, also so ungefähr sind ja die Preise, das heißt also, ihr müsst im Prinzip fast das Dreifache rechnen für ein Stadtgrundstück im Vergleich zu einem Landgrundstück. Je nachdem, die Wahl liegt bei euch. So, zum Schluss ein konkretes Beispiel. Also wir haben jetzt entwerfen Modelle, also Hausmodelle, und haben gerade eins fertiggestellt oder so gut wie fertiggestellt. 75 Quadratmeter Bruttofläche, 2 Schlafzimmer, ein Wohn-Essbereich, ein Bad und ein Waschraum. Also das Haus kostet, jetzt bitte gut zuhören, 24.950 US-Dollar. Also das ist ein Top-Preis. Rechnet ihr dazu nochmal 10.000 US-Dollar für ein Grundstück. Da habt ihr 35.000 US-Dollar. Errechnet mal ungefähr nochmal die 5.000 obendrauf für Nebenkosten. Also ihr habt ungefähr in dem Bereich von 40.000 Dollar ein schlüsselfertiges Haus inklusive Grundstück. Also nicht lange überlegen, die Preise halten nicht Ewigkeit. Okay, einfach zuschlagen, anrufen und Bescheid geben, was ihr vorhabt. Man kann diese Hausmodelle auch noch klein verändern.
Also ich spreche jetzt von ökonomischen Häusern und die sind mehr als ökonomisch. Also ich denke, da kann man nichts Verkehrtes machen. Okay, mach's gut in diesem Sinne. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao. So, jetzt wieder in der vollen Sonne. Ich hoffe, ich konnte euch etwas helfen mit meinen Antworten. Falls ihr noch detaillierte Fragen habt, natürlich gerne anrufen per WhatsApp, Telegram oder anschreiben per E-Mail. Bitte nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, das Video zu teilen und wie gesagt, immer Likes nach oben, bleibt gesund und wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut, danke, ciao, ciao.